Was geht ab, Mano? Sie Fighter aus der Rio und heute werden wir auf der globalen Version das neueste Doker-Event von LA Super Saiyan Gohan und LA Super Saiyan Goten machen. Ist ja aktuell nur auf Global das Ganze erschienen, zuallererst auf der globalen Version. Kommt früher oder später sicherlich auch auf die japanische Version. Jedenfalls werden wir gleich in die Stage reinspringen. Es gibt eine Stage, Schwierigkeitsstufe, sie hat Super 2. Wir werden sofort in Super 2 reinspringen. Man kann die Jungs weder stunnen noch sealen. Wir werden, by the way, auch gleich sehen, was da alles abgehen wird. Jedenfalls machen sie auch viel Schaden. Sie haben auch eine Damage Reduction. Das alles kann man aber annullieren und mehr Schaden gegen ihn machen. Beziehungsweise kann das nur, so gesehen, ein Charakter, nämlich LA Broly. LA Broly könnt ihr mitnehmen. Der hat quasi eine sehr Effektivität, wenn ich das einfach so sagen darf, gegen das Doker-Event. Und ich bin drauf. Also, ich werde mein LA Broly gleich richtig... Ich werde meinen LL Broly auf die losschicken. Der soll auf die ruhig einschlagen, auf die zwei Knöpfe, sag ich mal gleich. BD. Ja, Eskalation. Wir wollen ein bisschen eskalieren. Jedenfalls haben wir hier an der Stelle dann, ja, die Drops der neuen Medaillen. Auf Super Zeit droppen sie 7-mal. Und zwar brauchen wir für das erste Awakening vom LL Gohan und Goten 35 Medaillen, um sie auf die TOR-Version zu awaken. Und dann brauchen wir weitere 35 Medaillen aus dem Doken-Event. Und jeweils 7 aus dem Story-Event des Family-Kamehameha. Beziehungsweise von dem, ja, Movie-Story, das zeige ich euch gleich, wo es sie genau gibt. Und man braucht auch 35 Medaillen für den neuen Gohan. Der neue Gohan ist so gestört gut als Support, ist unglaublich. Bin gespannt, ob ich den noch ziehen werde oder an sich. Ihr seht es ja, sofern ich das Video drehe, habe ich noch meine Stones Heights. Ich habe noch nicht gesummoned. Die Summons werdet ihr dann morgen sehen, Freunde. Ich wünsche euch sehr viel Glück, wenn ihr summon werdet. Und dann gucken wir, was da abgehen wird. Jedenfalls, wie gesagt, die anderen Event-Medaillen gibt es aus diesem Story-Event hier. Die droppen hier, wenn das Ganze geht, genau, auf Stage 6. Da droppen die Medaillen. Ihr braucht jeweils 7 Stück von Goku, Gohan und Goten. Ja, Freunde, dann springen wir sofort in das neueste Doken-Event rein und ich werde... die zwei Knöpfe sollen sich bereit machen. Ich werde LA Broly werde ich auf die sowas von einschlagen lassen. Warum? Ja, keine Ahnung, einfach eskalieren, let's go. Und zwar nehme ich aber mein Pure Saints Team. Yes, yes. Ich glaube schon, ja, auf jeden Fall nehme ich mein Pure Saints Team. Wo ist das ganz nette Team? Dieses Team nehmen wir. Ja, Broly ist am Start. Okay, wir machen das Ganze mal so, ganz spontan. Man kann sie zwar nicht... Ja, nehmen wir einfach mal das. Ich glaube nicht, dass wir Items nutzen müssen. Ansonsten nehmt ihr am besten, wenn ihr gleich sehen. Ja, logisch. Also am Ende wird man gegen Tech-Typus kämpfen. Also wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ihr für die Endphase Int-Charaktere habt. Aber ich denke... Ich denke, ihr werdet mit euren Kategorie-Teams auf jeden Fall hier zurechtkommen. Die Anfänger natürlich ist ein anderes Thema. Ihr müsst gucken, ob ihr Super 2 schafft. Wenn nicht, dann wagt euch an Sihard, an die Sihard-Stufe ran. Und versucht, eure besten Charaktere mitzunehmen. Kategorie-Teams so oder so werden das sicherlich gut schaffen. Und außerhalb davon werden das sicherlich viele Teams schaffen. Ihr müsst halt nur gucken, welche Charaktere habt ihr gerade. Nehmt euer bestes Team und geht da rein. Alles klar, bei mir ist es mein Pure Saiyan-Team. Am Anfang kämpfen wir nur gegen Goten. Oh, süß, das ist Artwork vom SR-Goten. Der Arm bekommt gleich richtig auf die Schnuppe. Oh je, wieso lassen den Arm hier raus? Oh mein Gott, da bin ich ein bisschen schadensfreudig jetzt, aber was soll's. Jedenfalls, wenn euch das Ganze im Endeffekt dann gefällt, könnt ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben und vielen lieben Dank für die Unterstützung der letzten Zeit. Wir haben die 23.000 Abonnenten erreicht. Wir bewegen uns auf die 24.000 Abonnenten zu und dementsprechend auch auf den 24-Stunden-Stream. Ich freue mich schon wirklich drauf. Heißt, wenn ihr auch hier neu seid und das Ganze unterstützen wollt, das Ganze euch gefällt, tut dem Ganzen gerne auch ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und über jede Unterstützung bin ich auf jeden Fall dankbar. Manchmal will mein Kopf 5 Sachen auf einmal sagen und dann kommen so Versprecher. Sorry dafür, wie mit LA Goalie vorhin. Aber apropos LA Goalie, die Legende. Warte mal, LA Broly werde ich mit meinem Vegeta spielen. Heißt, ich lasse das Ganze mal so einfach. Also mein Pure Saiyan Team auf Globe sieht so aus, wie ich das mitgenommen habe. Ich spiele da eigentlich. Eigentlich tue ich Broly rein und raussortieren. Ich spiele meinen Super Vegeta mit meinem Transforming Vegeta, kann aber auch Transforming Vegeta mit LR Broly spielen. Und in der anderen Liste habe ich LR Margin Vegeta mit LR Bardock, die kommen gut zurecht. Same Pride, Chat and Limit, Legendary Power und Bardock oder so, ein sehr konstanter Charakter. Was sagt der? Was sagt der? You think someone managed to overpower Goten as a Super Saiyan? Ja, übertreibt man nicht. Ah, Gohan. Goten, you've done well on your own, good job. Bin Bros here, no need to worry now. Ah, by the way, jetzt wo ich das gelesen habe, Big Bros hier. Die Kategorie Siblings Bond. Da waren ja viele ein bisschen, verwirrt will ich nicht sagen, aber viele haben sich zu Recht ein paar Charaktere hinterfragt. Viele haben auch gefragt, warte mal, wenn das Geschwister sind, wo ist Goku und Raditz, wo ist Freezer und Cooler zum Beispiel? Folgendes kann ich dazu sagen, ich glaube es hat einen Grund, warum das Siblings Bond dran steht, also bunt. Diese Geschwister sollten schon mehr oder weniger ein gutes Verhältnis haben. Im Sinne von nicht, dass sie sich verstehen müssen, aber sie
Goku und Raditz, die wollten sich, also Raditz wollte Goku umbringen. Deswegen kann ich verstehen, dass Goku und Raditz nicht in der Kategorie sind. Also sie sollten schon eine Beziehung, eine Bindung und eine positive Bindung. Sie müssen sich nicht unbedingt gut verstehen. Ich meine, Champa und Beerus sind wie zwei Brüder, legit. Die tun sich halt beefen und so, aber im Endeffekt verstehen die sich. So ist nicht. Deswegen kann ich verstehen, dass sie da drin sind. Aber sie sollten halt eine gute Beziehung, eine gute Bindung haben oder zumindest irgendeine Bindung. Und deswegen glaube ich, dass Goku und Raditz zum Beispiel nicht drin ist und auch Freezer und Cooler zum Beispiel auch nicht. So erkläre ich mir das mit der Kategorie. Aber, okay, warte, was geht hier jetzt? Ich glaube, die Theo-Version, wir können ihn nicht stunnen, wir können ihn aber weiterhin ziehen. Okay, dann machen wir das Ganze. Warte mal, wo ist Broly? Ich will, ey, mein Gott. Ich will Broly sehen. Der soll hier, der will, ey, ich habe extra Broly mitgenommen, dass er den umhaut. Nicht, dass wir gleich gewinnen. Ja, ihr seht auch schon wahrscheinlich, das Event ist total machbar, denke ich mal. Sind auch sicherlich irgendwo tanky, aber, ja. Bin auf die letzte Phase gespannt, weil bis jetzt ist es auf jeden Fall machbar. Ja, wegen der Schwierigkeit ist halt aktuelles Thema so auf Dokkan. Viele Spieler, die so lange dabei sind, High-End-Spieler, sag ich mal, die haben halt gar keine Probleme mit neuen Events oder so. Aber deswegen bin ich umso mehr drauf gespannt auf das neue Event auf JP, wo wir gegen Goku kämpfen, was eine Schwierigkeit hat wie eine Super Battle Royale. Darauf bin ich sehr gespannt. Oh mein Gott, jetzt haben wir Broly am Start. Broly! Kann's all out gehen, mein Boy. Kannst sofort all out gehen. Kannst sie alle umbringen hier an der Stelle. Die zwei Knöpfe. Ja, komm, greif mich an. Ihr habt eh keine Chance. Also LR Gohan und Goku. Okay, gut Schaden haben sie gemacht. Ja, ist aber Broly logischerweise. Der macht ja nicht. Der hat ja nicht so eine Defensive. Aber die haben gut Schaden gemacht. So ist nicht. Sollte man schon aufpassen. Raus mit euch. Was habt ihr zu sagen? Let's do this, Goten, full power! Die sind by the way auch, also wenn die auf der LR-Version sind, LR Gohan und Goten, sind sie auch in der Full Power Kategorie. Vegeta! Komm ran. Ist das schon die letzte Phase? Jetzt kann man sie auch nicht zielen und nicht stunnen. Okay. Vegeta! Okay, Vegeta, warte mal. Zeig mal, was du drauf hast jetzt. Let's go. Darauf bin ich gespannt. Also, LR und Gohan, gut, sollte man nicht schlecht reden. Klar, ihr Links geben nicht viel Ki her, aber in ihren Teams, in denen sie vertreten sind, sind viele Charaktere, die für Ki sorgen. In ihrem eigenen Skill Double Ki plus 4. Aber in Movie Heroes ist auch ein LR Great Simon zum Beispiel vertreten. Der neue Gohan ist vertreten. Und. Da geht schon viel. Zeig sie das Skill vor. Oh! Okay, die zählen runter. Oh. Okay, heißt, die haben wahrscheinlich einen K.O.-Angriff. Die haben wahrscheinlich einen K.O.-Angriff. Das habe ich. Aber mein Vegeta, der bringt die auch um. Ja, aber Vegeta, warte mal auf Broly. Die haben einen K.O.-Angriff, wie es aussieht. Ja, wow. Ah, ne, das ist die normale Super Attack. Okay, nice. Also nach dem Countdown, die haben wir gesehen, 3. 2, 1, da sollte wahrscheinlich eine K.O.-Angriff kommen. So kenne ich das. Ich kann mal gleich in den Infos gleich wieder nachlesen und gucken, ob das auch tatsächlich so ist. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also LR Gohan und Goten sind wirklich ein guter Charakter, aber aktuell kein Must-Have, meiner Meinung nach. Puh. Ah, okay, welche Rotation ist der? Verdammt, in keiner guten Rotation. Stimmt, ich habe manchmal wieder nicht rausgehauen. Eine Rotation, auf die habe ich gar nicht so viel geachtet. Warte mal. Der war bei 2 jetzt, ne? Warte, ich will das in Broly die Nummer und so. Komm schon, Broly. Lassen sie das und besiegen sie ihn. Das sollte die letzte Runde sein. Oder kommt dann. Ne, das sollte legit die letzte Runde sein. Oh mein Gott! Okay, er zieht relativ schnell runter. Normalerweise dauert das so zwei, drei Runden, aber der zieht relativ schnell runter. Okay. Und man muss die beide mit einem Superangriff besiegen. Aber nachdem er runtergezählt hätte, wären wir raus. Letztens bin ich mir sicher. Aber ihr seht schon, an sich geht das Event, aber in der letzten Phase. In der letzten Phase müsst ihr all out gehen, weil wenn ihr die letzte Phase überlebt, dann kommt sein K.O.-Angriff. Ich lese das ganz kurz in den Nachrichten nach, Freunde, in den News nach, Freunde, aber ihr merkt schon, das Event ist auf jeden Fall machbar. Wenn ihr ihn, wie gesagt, zieht, geil, gratuliere ich euch auf jeden Fall. Falls ihr noch zusammen werdet, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück und dann müsst ihr, wie gesagt, die Medaillen farmen. Und ja, wir gucken mal in der nächsten Zeit, was abgeht. Also meine Sums habe ich noch nicht gemacht. Weiß ja nicht, ob ich sie gezogen habe oder nicht. Falls sie gezogen habe, wird natürlich auch ein Showcase für sie laufen. Samas Showcase habe ich auch noch im Petto. Wir haben auf jeden Fall sehr viel zu tun. In Global geht gerade, in Dokkan geht gerade an sich wirklich sehr, sehr viel. Und, warte mal. Was steht jetzt dran? In der Fighting Single, in okay, Dankeschön, Drop, Drop, bla, bla. Go on and go. Possessor Damage Reduction, in addition operation, okay, nullify, ja, please take note, okay, jetzt in Phase 4, Gohan will unleash an overwhelmingly powerful super attack after the countdown ends. Okay, ja, okay, nach dem Countdown machen sie eine super attack, die wirklich übertrieben viel Schaden
machen wird. Deswegen guckt entweder, dass ihr Items mitnimmt, wenn ihr quasi in Phase 4 nicht in der Runde besiegen könnt, bevor der Countdown runtergezählt wird. Guckt, dass ihr Item mitnimmt, sein Angriff senkt oder zum Beispiel Ghost Usher nutzt diese Runde annulliert und so fort. Hauptsache er bekommt seinen Countdown nicht durch. Hauptsache die Super Attack triggert sich nicht, sodass er das Ganze überlebt. Ansonsten wäre es auch eigentlich so viel zu dem Dokkanit, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr das Ganze gefallen habt, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like gehen, Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.